hier auf meinem Balkon und genieße den Sommer, denn diese sommerlichen Temperaturen, die laden einfach ein, um draußen zu sein und vor allem, um draußen Sport zu machen. Am Sonntag stand Football auf dem Plan. Die Spandau Bulldogs haben ihr 7. Spiel in Folge gewonnen. Den Siegeskurs konnte auch die 2. Mannschaft der Berlin Rebels nicht unterbrechen. Season's going pretty well. Proud of the team. We undefeated at the moment. Das Bogensport-Zuckerfest mit rund 100 Flüchtlingen war auch dieses Jahr wieder eine tolle Veranstaltung. Beim LK-Turnier des BTTC Grün-Weiß ging es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln, um eine Leistungsklasse aufsteigen zu können. Die Blau-Weiß-Damen konnten das letzte Spiel der Saison für sich entscheiden. Somit belegen sie in der Tabelle der 2. Bundesliga Nord den 2. Platz. Das bedeutet kein Aufstieg, aber dennoch eine gelungene Saison. Nächstes Wochenende gibt's auf Hauptstadtsport TV wieder eine sportliche Mischung. Am Samstag gibt's japanische Kampfkunst beim Berliner TSC. Leider spreche ich das, glaube ich, komplett falsch aus. Karate Gashuku. Außerdem lädt die Turnergemeinde in Berlin zu den TIB-Spielen im TIB-Stadion am Columbiadamm ein. Sonntag glühen die Hufe auf der Trabrennbahn Mariendorf. Warm-up zum Buddenbrock steht wieder auf dem Programm. Und die Blau-Weiß-Damen sind in der 2. Bundesliga im Hockey wieder auf dem Feld. Diese Lemuren hier zeigen euch, wie man sich richtig verhält bei diesem Wetter. Bauch raus und in die Sonne strecken. Nur besser die Creme nicht vergessen. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim Hauptstadtsport TV Weekend Flashback.